Die einen fahren in den Urlaub, um zu entspannen. Die anderen wollen Party. Saufen! Morgens, mittags, abends, ich will saufen! Und das bekommt man am bulgarischen Sonnenstrand an jeder Ecke. Hier begleiten wir diese Woche eine ganz besondere Partytruppe. Denn Miriam, Janina, Laura, Daniel, Isi und Fabian aus dem Rheinland suchen immer den nächsten Partykick. Die Tourismusexperten vor Ort erklären uns, welches Verhalten sie schon seit Jahren an jungen Deutschen beobachten. Für jedes erfüllte Klischee gibt's von uns einen Touri-Strafpunkt. Von denen und unserem Spiel weiß die Partyklicke nichts. Wer erfüllt die meisten Klischees deutscher Partytouristen und darf sich am Ende über ein Taschengeld für den nächsten Trip freuen? Das ist Travel Like a German. Bislang haben unsere Partyurlauber schon einiges erlebt und auch schon einige Klischeepunkte eingeheimst. Das schmeckt total scheiße. Das Hähnchen ist auf jeden Fall auch heute Mittag schon gebraten worden. Fabian und Daniel liegen gemeinsam vorne. Heute ist die Partytruppe auf einem bulgarischen Klamottenmarkt unterwegs. Fabian findet eine Sonnenbrille und kennt sich mit der Währung gut aus. 1 Euro sind knapp 2 Lever. 10 Lever, das ist okay. Umgerechnet 5 Euro. Das passt schon. Auch Easy wird an einem Stand fündig. Ihm passen die Preise jedoch nicht. 18 Lever. 18 Lever, ja. Und ich gebe dir 6 Lever. Warum? Weil ich Geld sparen möchte. Der Händler lässt sich nicht darauf ein. Da war der 28-Jährige wohl zu sparsam. Doch Knausrigkeit ist für Partyurlauber ganz normal, wie uns der 26-jährige Experte Ivan, der schon seit 6 Jahren hier arbeitet, erklärt. Geizig. Geizig? Yeah. I think that's the word. Yeah, a bit geizig. Yeah. So they like keeping their money. So. Am nächsten Stand wird Easy dann fündig. Oh yeah. Ich nehme das. Das darf auf jeden Fall nicht schneiden oder so eng sein, weißt du? 10 Lever soll das T-Shirt kosten. Dann geht's jetzt ab zur Kasse, oder Easy? Ja, ich habe die Dame gerade gefragt, ob die das für 6 abgibt. Die meinte nein. Deswegen gibt's noch ein paar andere Läden. Vielleicht haben wir da mehr Glück für ein bisschen. Rabatt so. Mit seinem Touri-Geiz hat sich Easy zumindest einen Touri-Punkt erfeilscht. Und auch Kumpel Daniel gibt da Anweisungen. Sag hier 8. 8? No, 10. Nein? No, 10. 10? Okay. Daniel zahlt den Preis und tappt damit in die nächste Klischeefalle. Denn wie war das noch gleich mit den Plagiaten? Würde ich nie kaufen. Aus dem einfachen Grund, weil ich finde, das macht den Einzelhandel bei uns in Deutschland kaputt. Der Klamottenstore-Manager ergattert damit ein Billig-Shirt und einen Touri-Punkt. Denn wissentlich gefälschte Produkte zu kaufen und der eigenen Branche damit zu schaden, das kann nur ein echter Party-Touri. Die Gruppe hat Hunger. Tappen Sie in das nächste Touri-Klischee? Unser Sonnenstrand-Veteran Ivan weiß um den speziellen Touri-Gaumen. German people are very strict and they are not so open to Bulgarian food and the Bulgarian cuisine. So. Jetzt sind wir gespannt, wonach der Truppe der Sinn steht. Eis, Joghurt, so, ja, was sie halt so hier anbieten, bulgarisches Essen. Ja, sowas hätte ich auch Bock, ja. Da haben sie Glück. Wir machen jeden Tag Mittagessen. Das ist bulgarisches Essen. Hühnerfilet, Schweinefilet und Rumsteak mit Zwiebeln. Also gemischte Grillteller. Ja, genau, ja. Ja. Und die gibt's einmal für alle, oder? Ich esse Spaghetti Bolognese. Ja, kein Problem. Nee, kein Problem. Was der Partyurlauber nicht kennt, das ist er nicht. Miriam erhält den nächsten Touri-Strafpunkt. So ist sie dem Titel und dem Siegertaschengeld ein bisschen näher, ohne das zu wissen. Also als ich die Teller dann von den Jungs gesehen habe, hätte ich dann doch lieber das genommen, weil das sah echt schon gut aus. Besser als die Spaghetti auf jeden Fall. Nach dem Essen geht's an den Strand. Miri und Daniel wollen Jetski fahren. Der Rest das Crazy Sofa. Dafür den vollen Preis bezahlen? Nein, danke. 70 Lever. 70? Oh, ein bisschen. Komm, 60 Lever. Special price for us. 65. 65? Ja. Yeah. Yeah, 65 ist okay. Okay. 65 Lever, also knapp 32 Euro. Die Kohle streckt Daniel zunächst vor. Also ich habe jetzt versucht, öfters zu handeln. Aber irgendwie geht das irgendwie nicht klar hier. Sagt auch also, so schnell okay, ihr müsst länger handeln. Dann heißt es Schwimmweste an, kurze Sicherheitseinweisung und ab geht die wilde Fahrt. Oder naja, vielleicht eher gemächliche Fahrt, ganz zur Unterhaltung der Mitreisenden. Das ist so ein bisschen das Senioren-Jetski. Echt so blöd zum Fahren, ne?
Daniel steuert etwas zaghaft durch das Schwarze Meer. Zum Vergleich, so sieht Jetski-Fahren eigentlich aus. Das Jetski-Fahren war so eine Sache, ne? Ich finde das echt schwer zu steuern, also das hätte ich nicht gedacht. Vor allem, weil ich ja auch die Miriam hinter mir sitzen hatte. Da muss man ja auch auf ihre Sicherheit ein bisschen aufpassen, ne? Hat der gesagt? Geil. Nee, das stimmt überhaupt. Ich habe gesagt, jetzt machen wir ein bisschen schneller oder lass mal tauschen. Nein, wir fahren so. Dass es auch rasanter geht, zeigen jetzt die anderen mit ihrer Fahrt auf dem Crazy Sofa. 15 Minuten lang preschen sie durch die Wellen. Ich kann nicht mehr. Das Crazy Sofa scheint einen mehr mitzunehmen, als man denkt. Ich habe echt Angst gehabt, dass ich da richtig rausfliege und gegen dieses Seil, dass mir den Kopf abtrennt oder so. Ey. Gegen den Stress gibt es einen Drink und dann wollen sich Fabi und Easy noch mehr entspannen. Die Masseurin erklärt ihre Preise und Easy wird doch jetzt sicher wieder falschen. Full body, 1 hour, 60 level. Just back. Yeah, just back. Kein Handeln. Da scheint der 28-Jährige wohl nur bei Männern und nicht bei Strandschönheiten zu praktizieren. Und ich gebe dir 6 level. Jetzt, so scheint es, hat Easy plötzlich Spendiershorts an. Er gibt seinem Kumpel Fabi sogar das Rückengeknete aus. Und der 24-Jährige genießt die Aktion allemal. Zwei schöne Frauen im Bikini, die uns massieren. Mitten am Strand. Ja, gefällt mir gut. Doch nach 30 Minuten ist die Massage auch wieder vorbei. Ah, Hammer, ey. Da ist einer happy. Vielleicht auch, weil die 30 Lever, also 15 Euro pro Rücken, aus Easys Tasche bezahlt werden. Da ist Fabian dann auch großzügig mit dem Trinkgeld und legt noch mal 30% drauf. It's for you. Thank you. It's okay. Masseusin hat mir auch gefallen, war eine hübsche Frau. Und die hat ihren Job auch gut gemacht. Sparfuchs Easy ist überrascht und vermutet einen Grund hinter Fabis Großzügigkeit. Wo hat die dich berührt, so, dass du 20 Lever gibst? Aber okay, ich habe ihm gesagt, ich lade dich ein, gib Trinkgeld, hat er Trinkgeld gegeben. Ist okay. Sind ja auch nur umgerechnet 5 Euro Trinkgeld pro Masseurin. Und es gibt ja noch ein tolles Erinnerungsfoto obendrauf. Am Abend geht's in den Candy Club, dem angesagtesten Laden am Sonnenstrand. Heute ist Neon Splash. Beim Neon Splash werden die Feiernden vom Personal in bunter Farbe getränkt. Eine Riesensauerei und jede Menge Spaß. Die Party kostet umgerechnet 15 Euro. Und unsere 6 Urlauber geben richtig Vollgas. Die Feier kommt an. Voll geil, auf jeden Fall richtig geil. Die Party hat mich auseinandergenommen. Morgens, mittags, abends, ich will saufen. Doch ein Problem gibt's, die Farbe muss wieder runter. Warum gehen wir jetzt zum Meer? Duschen. Duschen? Duschen. Farbe abwaschen? Die war schon ein bisschen länger nicht mehr duschen. Dusche umsonst. Es ist todekelhaft. Ja? Lebt wie sonst was. Während die einen die Farbe loswerden, muss Easy ganz dringend mal für kleine Touris. Und Fabian will draufhalten. Nein, bitte. Wage sie. Doch Fabian wagt es doch und tatsächlich Easy pinkelt ins Meer. Gerade als wir dachten, der Abend geht ohne Touri-Punkt zu Ende. Aber fürs Vergessen oder Wegtrinken der eigenen Manieren gibt's einen Punkt. Und damit sieht der Punktestand so aus. Daniel führt mit 7 Punkten die Gruppe an. Und morgen gibt's bei TAF nochmal richtig Party. Und die Entscheidung, wer ist der typischste Partytourist?